Schon vom Ortseingang aus konnte man am Dienstagnachmittag große dunkle Rauchschwaden aus Bösel sehen. Eine Strohhalle in der Straße beim Steinwitten war dort in Brand geraten. Vorsorglich wurde über Rundfunk die Bevölkerung von Bösel gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Da sich Rauch in Richtung der Ortschaft Bösel bewegte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als die Feuerwehr eintraf, brannte die Scheune bereits. Die Wehren aus Friesoyte, Alteneute und Bösel waren vor Ort und 60 bis 70 Einsatzkräfte beteiligt. Auch ein Leiterwagen war im Einsatz, um auch von oben die Scheune zu löschen. Über die genaue Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden. Personen oder Nutztiere sollen nach ersten Meldungen nicht in Gefahr gewesen sein, hieß es seitens der Polizei.